Sachen mit CO2 und Ruf sind die Riesenschiffe. Zwar machen Kreuzfahrtschiffe nur 0,5% der kommerziellen Schifffahrt aus, dennoch reagieren die Reedereien und kümmern sich verstärkt um das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben riesige Fortschritte bei der Energieeffizienz gemacht. Wir verbrauchen viel weniger als vor 10, 20 Jahren, um ein Kreuzfahrtschiff zu bewegen. Hinzu kommt der Trend weg vom Schweröl. So ist dieses Jahr das erste mit Flüssiggas, kurz LNG-betriebene Schiff in See gestochen. 25 weitere sollen in den nächsten 8 Jahren folgen. 30 Millionen Menschen werden weltweit 2019 Kreuzfahrten antreten. In 10 Jahren sollen es 40